Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Ein weiteres großes Corona-Hilfspaket ist unter Dach und Fach. In Sondersitzungen gaben Bundestag und Bundesrat heute ihre Zustimmung. Die Bundesregierung will mit dem Milliardenpaket nicht nur die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie weiter abfedern, sie will auch die Kaufkraft stärken, um Konsum und Konjunktur wieder anzuschieben. Die Oppositionsfraktionen äußerten im Bundestag Zweifel an der Wirksamkeit des Konzepts. Hier ein Überblick. Um die Wirtschaft anzukurbeln, hat die Bundesregierung ein 130-Milliarden-Euro-Paket geschnürt. Es umfasst 57 Punkte. Zu den zentralen Maßnahmen zählen die Senkung der Mehrwertsteuer für ein halbes Jahr. Vom 1. Juli an fällt der reguläre Steuersatz von 19% auf 16%, der ermäßigte von 7% auf 5%. Von Januar 2021 an gelten wieder die alten Steuersätze. Der Kinderbonus. Familien erhalten einmalig 300 Euro pro Kind, ausgezahlt in zwei Schritten. 150 Euro im September sowie 150 Euro im Oktober. Bei Eltern mit höherem Einkommen wird der Bonus mit dem Kinderfreibetrag verrechnet. Hilfe für Alleinerziehende. Dazu wird der sogenannte Entlastungsbetrag in der Einkommenssteuer für 2020 und 2021 von 1.908 auf 4.000 Euro mehr als verdoppelt. Außerdem soll es für kleine und mittelständische Unternehmen Überbrückungshilfen von bis zu 25 Milliarden Euro geben. Ich frage zunächst, wer stimmt dem Gesetz gemäß Ziffer 1 der Empfehlung zu? Alle stimmen zu, die Länder sind sich einig. Ein wichtiger Teil des Konjunkturpakets ist beschlossen. Die Corona-Krise erfordere besondere Maßnahmen, betont die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. Gesundheit ist nicht alles. Es zählt auch zum Leben der Menschen dazu, eine Existenz zu haben, einen Arbeitsplatz zu haben, Perspektive zu haben, für sich selbst, für die Kinder. Doch es gibt auch mahnende Worte, Bedenken, dass künftige Generationen die Schuldenlast tragen müssen. Dabei muss es uns auch gelingen, die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes mitzunehmen. Sie müssen wieder Vertrauen schaffen in die Handlungsfähigkeit des Staates, aber auch in ihre eigene Zukunft. Olaf Scholz ist zufrieden. Am Vormittag hat auch der Bundestag abgestimmt. Die Opposition ist nicht einverstanden, vor allem nicht mit der Mehrwertsteuersenkung. Glauben Sie im Ernst, dass irgendjemand, der gerade um seinen Arbeitsplatz oder seine soziale Existenz fürchtet, im Moment keine anderen Sorgen hat, als sich ein Auto oder eine neue Küche zu kaufen? Linkspartei und Grüne enthalten sich. FDP und AfD lehnen das Konjunkturpaket ab. Keine Steuervereinfachung, keine Bürokratieerleichterung. Einfach nichts, was einer zwangskollabierten Volkswirtschaft wieder auf die Beine helfen könnte. Es ist ein Schlag ins Gesicht des deutschen Mittelstandes, gerade in einer solchen Krise. Und das müssen Sie sich gefallen lassen. Am Ende reicht die Mehrheit von Union und SPD im Schnellverfahren durch die politischen Instanzen. Schon am Mittwoch soll die Mehrwertsteuersenkung gelten. Einen Überblick mit Antworten auf die wichtigsten Fragen zur Mehrwertsteuersenkung finden Sie auf tagesschau.de. Über ein Hilfspaket auf europäischer Ebene haben Kanzlerin Merkel und der französische Präsident Macron beraten. Beide hatten bereits im Mai für die Europäische Union einen Fonds von 500 Milliarden Euro vorgeschlagen, um die Wirtschaft nach der Corona-Krise wieder anzukurbeln. Merkel betonte heute nach dem Treffen in Meseberg die Einigkeit von Berlin und Paris als Schlüssel für eine europäische Lösung beim Wiederaufbau. Der französische Präsident kommt mit leichter Verspätung nach Meseberg, aber er kommt auch in Corona-Zeiten. Und so entstehen Bilder, die Vertrautheit und Schulterschluss zeigen sollen. Das Wort gemeinsam fällt oft. Und Merkel hatte kürzlich gegen frühere Überzeugung gemeinsam mit Macron einen Plan für einen Corona-Aufbaufonds vorgelegt, inklusive gemeinsamer Schulden in der EU. Wenn Deutschland und Frankreich sich uneinig sind, dann ist es mit der Einigkeit Europas nicht besonders gut bestellt. Und insofern können wir vielleicht durch Einigungen in vielen Fragen auch einen Beitrag dazu leisten, dass wir einen positiven Impuls in die richtige Richtung für die europäische Zukunft geben. Große Aufgaben kommen genug auf die EU zu. Klimaschutz, Digitalisierung,
wie umgehen mit China und den USA. Doch kurzfristig gilt es, die unterschiedlichen Positionen beim Aufbaufonds zu beseitigen. Zuschüsse oder Kredite, geknüpft an welche Bedingungen. Eine gemeinsame Position der 27 EU-Staaten muss noch gefunden werden. Aus Sicht von Merkel und Macron so schnell wie möglich. Das ist unsere absolute Priorität. Wir wollen ermöglichen, dass Europa der Herausforderung gerecht wird. Und das, so Macron, sei schon im Juli möglich. Von einem Moment der Wahrheit für Europa spricht Macron. Große Worte, idyllische Bilder. Übermorgen beginnt dann der Arbeitsalltag von Angela Merkels zweiter Ratspräsidentschaft. Zu dem Treffen nun Tina Hassel live aus Meseberg. Die beiden Köpfe des umstrittenen Aufbaufonds haben zwei Tage vor dem Beginn der deutschen Ratspräsidentschaft noch einmal eindringlich für eine schnelle Annahme der Milliardenhilfen geworben. Nach einer längeren Durststrecke ist der deutsch-französische Motor für die EU wieder voll in Fahrt. Alle Vorstöße der Deutschen seien eng mit Paris abgestimmt, hören wir. Die Kanzlerin und der französische Präsident sehen in der Pandemie eine existenzielle Krise für Europa, die nur mit neuen Instrumenten wirksam in den Griff zu bekommen ist und die keine Zeit mehr lässt für alte ideologische Auseinandersetzungen. Deshalb akzeptiert Merkel nun, dass die Hilfen einmalig als Zuschüsse und nicht als Kredite gewährt werden. Und Macron scheint sich verabschiedet zu haben von seiner Forderung nach Eurobonds, also der Aufnahme von dauerhaften gemeinsamen Schulden. In der EU aber müssen noch viele Kritiker überzeugt werden. Und wie das bis Mitte Juli geschehen soll, haben die beiden heute nicht verraten. Zurück zu Jens Riewer. In der Heimat musste Macron eine schwere Niederlage hinnehmen. Seine Partei La République En Marche ist der Verlierer der gestrigen Kommunalwahlen. Große Erfolge erzielten dagegen die Grünen, denen in Großstädten wie Marseille und Lyon Überraschungssiege gelangen. Macron kündigte heute Zugeständnisse bei der Klimapolitik an. Im kommenden Jahr solle ein Referendum zum Klimaschutz abgehalten werden. Zudem sagte er 15 Milliarden Euro zusätzlich für den ökologischen Umbau der Wirtschaft zu. Das Pariser Rathaus bleibt in sozialistischer Hand. Gefeiert, beglückwünscht und in ihrem Amt bestätigt die alte und neue Bürgermeisterin Anne Hidalgo. Ihr habt ein Paris gewählt, das atmet, in dem es sich gut leben lässt, ein solidarisches Paris. Die Erfolge der Linksbündnisse und vor allem die der Grünen heute das Thema in Frankreich, nachdem diese gestern Abend gleich in mehreren großen Städten die Rathäuser erobert hatten, unter anderem in Lyon und Marseille. Und das bei einer wohl wegen Corona historisch niedrigen Wahlbeteiligung von gut 41%. Geradezu abgestraft die Partei von Präsident Emmanuel Macron. Einzig der von Macrons En Marche unterstützte parteilose Premier Philippe konnte sich in Le Havre durchsetzen. Die Situation ist die, dass La République En Marche in die Zange genommen wird von einer vereinten Linken und einer regional erfolgreichen Rechten. Macron räumt Fehler ein, blickt nach dem Wahldebakel aber nach vorne. Zufall oder nicht, ausgerechnet heute versprach er dem von ihm ins Leben gerufenen Klimarat eine umweltfreundlichere Politik. Den Vorschlag, Regelungen zur Biodiversität, zur Umwelt und dem Klimaschutz in die Verfassung aufzunehmen, ich unterstütze das. Je suis favorable à cette proposition. Bereits im kommenden Jahr könnte es in Frankreich eine Volksabstimmung zum Thema Klimaschutz geben. In Polen muss eine Stichwahl über den neuen Präsidenten entscheiden. Zwar holte Amtsinhaber Duda gestern mit mehr als 43% die meisten Stimmen, verpasste aber die erforderliche absolute Mehrheit. Duda wird von der nationalkonservativen Regierungspartei PiS unterstützt. Sein Kontrahent in der Stichwahl am 12. Juli wird Warschaus Bürgermeister Traschkowski sein. Auf den liberalen Politiker der oppositionellen Bürgerplattform entfielen etwa 30% der Stimmen. Nach dem Corona-Ausbruch beim Tönnies Fleischkonzern in Nordrhein-Westfalen wurden die Kreise Gütersloh und Warendorf zu Risikogebieten mit allen damit verbundenen Einschränkungen. Für die Warendorfer gab Ministerpräsident Laschet heute Entwarnung. Wegen der günstigen Infektionsentwicklung läuft der sogenannte Lockdown dort in der Nacht zum Mittwoch aus. Anders im Kreis Gütersloh, wo die Zahlen immer noch über der kritischen Marke liegen. Die Bewohner müssen mindestens noch eine weitere Woche mit Einschränkungen leben.
Der Flugzeugbauer Airbus will wegen der Krise in der Luftfahrtbranche seine Produktion deutlich zurückfahren. Damit droht auch der Abbau tausender Stellen. Infolge der Corona-Pandemie bleiben seit Monaten Maschinen am Boden. Die Nachfrage nach neuen Flugzeugen ist eingebrochen. Konzernchef Faurie sagte der Tageszeitung Welt, auch Airbus konnte sich von dieser Entwicklung nicht abkoppeln. Der Airbus-Standort in Hamburg, auch er könnte betroffen sein. Wegen der Corona-Krise will der Flugzeugbauer seine Produktion um etwa 40% zurückfahren. Auch Entlassungen schließt Konzernchef Faurie nicht aus. Es ist ein brutaler Fakt, aber wir müssen es tun. Es geht um die notwendige Anpassung an die massiv gesunkenen Produktionszahlen. Es geht darum, unsere Zukunft zu sichern. Vor der Krise war die Produktion bei Airbus über Jahre ausgelastet. Besonders der spritsparende A320 war bei den Airlines gefragt. Doch durch die Reisebeschränkungen sinken die Passagierzahlen massiv. Die Fluggesellschaften brauchen weniger Maschinen. Die Bestellungen, die gehen quasi gegen Null. Und viele Airlines, die haben nur eins im Moment vor, sie wollen die Auslieferungstermine möglichst nach hinten verlegen. Im April lieferte Airbus statt 75 nur 14 Flieger aus. Im letzten Jahr wurden noch 60 A320 Maschinen monatlich übergeben, jetzt sind 40 geplant. Wie viele der 90.000 Jobs wegfallen, soll bis Ende Juli entschieden werden. Die Gewerkschaft IG Metall fürchtet den Verlust von tausenden Stellen in Deutschland und hofft auf eine Anpassung des Kurzarbeitergeldes. Die Bundesregierung muss so schnell wie möglich Kurzarbeit auf 24 Monate verlängern, als klares Signal, dass wir Beschäftigung im Unternehmen halten wollen. Darüber hinaus haben wir noch tarifpolitische Instrumente durch Arbeitszeit, durch Wandlung von Geld in Zeit. Airbus hofft, dass die Nachfrage nach Flugzeugen bald wieder steigt. Vor Ende 2021 rechnet der Konzern aber nicht damit. Im Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach sind die Ermittler auf Spuren von mehr als 30.000 Verdachtsfällen gestoßen. Wie der nordrhein-westfälische Justizminister Biesenbach in Düsseldorf mitteilte, geht es um die Verbreitung und den Besitz von Kinderpornografie sowie um konkrete Missbrauchstaten. Die Ermittlungen hatten im Oktober mit der Festnahme eines mutmaßlichen Täters in Bergisch Gladbach bei Köln begonnen. Der Fall weitet sich immer stärker aus. Auf einer Pressekonferenz berichtet der nordrhein-westfälische Justizminister Peter Biesenbach von neuen Erkenntnissen der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime, kurz ZAC, die das Netzwerk rund um den ersten bekannt gewordenen Fall aus Bergisch Gladbach untersucht. Die ZAC ermittelt derzeit allein auf der Grundlage der Erkenntnisse der Ermittlungsgruppe Berg, Komplex Bergisch Gladbach, gegen mehr als 30.000 unbekannte Tatverdächtige. Die Dimension überrascht selbst die Ermittler. Es handle sich um ein internationales Netzwerk von Pädokriminellen mit Schwerpunkt im deutschsprachigen Raum. Teils im Darknet, aber auch in frei zugänglichen Bereichen des Internets. Dort werden nicht ausschließlich Missbrauchsaufnahmen ausgetauscht. Dort geben sich Täter untereinander Tipps, mit welchen Beruhigungsmitteln man Kinder besonders effektiv gefügig machen kann, um sie zu missbrauchen. Chat-Teilnehmer werden darin bestärkt, wenn sie noch Zweifel haben, ihre eigenen Neigungen auszuleben, und erhalten Ratschläge, wie sie Kindesmissbrauch, wenn er das erste Mal stattfinden soll, an einem Kind besonders effektiv gestalten können. Bereits seit Oktober ermittelt die Polizei rund um das Missbrauchsnetzwerk. Bislang haben die Beamten 72 Tatverdächtige identifiziert. Im Mai war in einem ersten Prozess ein Mann wegen sexueller Gewalt gegen Kinder in mehr als 30 Fällen verurteilt worden. Das betriebsälteste Atomkraftwerk Frankreichs, die Anlage in Fessenheim, soll heute Nacht endgültig abgeschaltet werden. Seit mehr als 40 Jahren liefert das AKW Strom und machte dabei immer wieder Schlagzeilen wegen Störfällen. Fessenheim liegt im Elsass am Rhein nahe der deutschen Grenze. Freiburg im Breisgau ist nur wenige Kilometer entfernt. Atomkraftgegner feierten heute auf dem Rhein die Abschaltung. Diese mache auch Deutschland sicherer. Der gesamte Abbau des AKW Fessenheim wird etwa 20 Jahre dauern. Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 30. Juni. Der Osten und Süden Deutschlands profitieren von Hochdruckeinfluss. Ansonsten sorgen Tiefs für wechselhaftes und teilweise windiges Wetter. Im Osten und Süden gibt es zu Beginn der Nacht noch Schauer oder Gewitter, sonst teils wolkig, teils klar. Von der Nordsee breiten sich neue Wolken aus, die auch am Tag gebietsweise Regen bringen. Auch von Südwesten ziehen später Wolken heran, die hier und da Regen im Gepäck haben. Im Osten und Süden scheint längere Zeit die Sonne.
In einigen Mittelgebirgslagen heute Nacht nur einstellige Werte, sonst recht mild. Morgen im Norden und Westen zum Teil unter 20 Grad, im Osten und Süden bei Sonne sommerliche Werte. Am Mittwoch im Norden zeitweise Regen, in der Mitte kräftige Gewitter, im Süden viel Sonnenschein, aber auch einzelne Schauer oder Gewitter. Auch in den folgenden Tagen erwartet uns unbeständiges Wetter. Um 22.15 Uhr hat Pina Atalay diese Tagesthemen. Keine Begeisterung, Reaktionen von Verbrauchern und Betrieben auf die Mehrwertsteuersenkung. Außerdem gemeinsam am Boden, die Auswirkungen der Pandemie auf die Luftfahrtindustrie in Frankreich und Deutschland. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.